Wir sind in der Partie Arminia Bielefeld gegen den VfL Wolfsburg und haben schon ein Tor gesehen. Das war für den VfL Gebriel Cesai mit dem 1:0 für die Wölfe. Auf dem Weg zum 6-Punkte-Start nach einem 4:3 gegen den 1. FC Nürnberg. Jetzt die Möglichkeit, gegen Bielefeld den Traumstart hier perfekt zu machen. Bielefeld verlor seine Auftaktpartie unglücklich gegen Leipzig mit 2:3. Eine keinesfalls schlechtere Mannschaft. Arminia hat jetzt einen Wechsel im Tor vorgenommen. Ist nicht mehr Johnny Peitzmeier drin, der Spieler hier aus dem Mühlenkreis, sondern Michael Zudach, der jetzt zum zweiten Mal hinter sich greifen muss. Tor für den VfL durch Jesaja Herrmann. Herrmann, der sechs Tore in der Regionalliga erzielt hat. Da sind die Wölfe Tabellenzweiter. Trifft jetzt auch hier zum wiederholten Male. Und ein Torwart-Tor! Antonio Brandt trifft locker flockig zum 3:0 nach nicht nur 3 Minuten. Bielefeld muss jetzt aufwachen. Jetzt kann das hier ein ganz bitteres zweites Spiel werden für die Arminia. 17 Mal dabei, 2 Mal gewonnen im Premier Cup. 2000 und 2002, also schon ziemlich lange her. 4-mal stand der DSC im Finale, zuletzt im Jahr 2006. Das alles noch auch zu glorreichen Bundesliga-Zeiten. Seitdem hat sich viel getan. Brandt! Wieder mit dem Versuch hier. Weil springt an die Latte. Nächster Versuch. Und die Parade von Michael Zudach im Tor der Bielefelder.
Der Leiter des Bielefelder Nachwuchsleistungszentrums, ein alter Fairway Cup Bekannter, Finn Holsing, Sohn vom Turniervater Dieter Holsing. Deswegen die Bielefelder natürlich fester Bestandteil hier dieses Turniers. Wieder Brand. Das ist aus der Drehung hier von Bruno Rümmler. Oh, das hat mir getan. Großer Spieler am Boden, Lukas Klasing, Schiedsrichter vom SSV Preußenstuhlen. Unterbricht. Das Spiel. Aber damit ist nicht der Ball. Lukas Klasing mit 21 Jahren der jüngste Schiedsrichter hier im Schiedsrichterfeld. Seit 5 Jahren unparteiischer. Pfeift mittlerweile bis zur Bezirksliga. Während die Bielefelder hier die große Chance haben. Zum 1:3 Anschlusstreffer. Gabriel Cesai legt den Ball quer. Und Tyson Richter hatte hier die große Möglichkeit. Osso bleibt der Ball besetzt und der Ball war angedreht. Von Jesaja Herrmann. Auch er ein ganz, ganz auffälliger Spieler des ersten Tages. Auch den sollten wir uns für morgen merken. Das ist Roberto Massimo. Spielte zu Beginn der ersten Partie sehr stark. Gießt dann etwas nach. Wieder Brand. Zwingt dann wieder. Zudacht zu einer Parade. Jetzt aber quergelegt. Jetzt Massimo. Quergelegt nochmal. Und wieder geklärt von Cesai. Also die Bielefelder, das war schon im ersten Spiel so. Die hatten ja Gelegenheiten. Das ist nicht so, dass sie hier völlig chancenlos irgendwo rumliefen. Sie bekommen es nur einfach nicht ins Tor zu Ende gebracht. Sei. Auch technisch hier ganz interessanter Spieler. Marcus Jeboah auf engstem Raum. John Jeboah. Cesai. Bielefelder wieder im Angriff. Kilian Schippe unter den Freistoß raus. Wieder Schippe am Ball. Jeboah, John Jeboah. Ja, den Michael Zudach haben sie jetzt warm geschossen. Einige Paraden gezeigt. Der gute Abschluss. Der macht das gut. Viele Distanzschüsse, auch bei diesem Turnier in den letzten Jahren, immer wieder eher gegen die Sponsorentafeln als Richtung Tor. Aber er hat gute Schusstechnik.
Ausspruch ist wach. Wolfsburg ist sehr intensiv dabei. Sauberes Passspiel. Gute Körperspannung. Nach Ballverlusten ziemlich schnelles Umschaltverhalten. Insgesamt hier wirklich ein guter Auftritt. Nach 10 gespielten Minuten. Antonio Brandt und Cesai. Das ist ein Kontaktspiel, geht das hier. Ein Foulspiel von Massimo. Da ist wieder Brandt, wieder mit seiner Ausflüge. Also die meisten Torschüsse im Spiel dürfte der Torhüter in Wolfsburg haben. Mal der Schussversuch der Bielefelder, 3 Minuten vor Ende der Partie. Ah, es bleibt dabei, sie kommen nicht wirklich gefährlich vor das Tor. Keine Warnung für Maxi Anke und Phil Beckhoff. Aber auch das ist ziemlich zügig und entspannt erledigt. Für Wolfsburger bedeutet dieses Ergebnis den Traumstart von 6 Punkten aus 2 Spielen. Morgen früh noch gegen Leipzig. Kann man den Gruppensieg perfekt machen. Bielefelder haben wir letztes Spiel gegen Nürnberg und da will man gleich abwarten, was das für die Konstellation dann heißt. Bisher heißt es 0 Punkte aus 2 Spielen. Jetzt immerhin der Treffer. Phil Beckhoff. Indirekter Freistoß. 1-3. Nächste Chance, die Bielefelder. Ja, sie geben sie nicht auf. Macht insgesamt gegen Leipzig einen stärkeren Eindruck. Aber auch hier kämpferisch ist Dynamin hier
nichts vorzuwerfen. Wir gehen in die letzte Spielminute dieser Partie. Jetzt 3 gegen 1 Überzahl. Wenn sie es gut ausspielen, hat die Chance für Bielefeld. Fair gespielt. Schön gemacht. Und das ist das Tor. Tor gefunden. 40 Sekunden vor dem Ende. Jetzt habe ich hier den Abgesang schon gestartet. Auf die Bielefelder. Und jetzt sind die wieder zurück im Spiel. Das wär's ja hier. Innerhalb von nicht mal 2 Minuten das Ding von 0-3 auf 3-3 drehen. Die Bielefelder schon wieder am Angriff, aber etwas so ungenau. Wieder Ballbesitz, Arminia. Aber es wird jetzt alles etwas hektisch und ungenau. 10 Sekunden noch auf der Uhr. Sie bräuchten jetzt nochmal den Ball. Sie bräuchten den Ball vorne in der Gefahrenzone. Nochmal zum Keeper zurückgespielt. Jetzt der lange Ball. 3 Sekunden. Gibt es nochmal die Möglichkeit? Nein, die gibt's nicht. Wolfsburg gewinnt mit 3-2 gegen Bielefeld.